Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Saubertin und heute sprechen wir einmal über Yu-Gi-Oh! Im Verlauf der letzten Jahre und gucken einmal nach, warum wir das Gefühl haben, dass Yu-Gi-Oh! Spieler immer älter werden und immer weniger Leute nachkommen und warum das so ist und die Frage klären, war denn wirklich früher alles besser? Warum denken das so viele und warum sind so viele Spieler nicht mehr dabei, die mal mitgespielt haben? Und das gucken wir uns einmal in diesem Video einmal an. Wir müssen erstmal ganz kurz festhalten, Yu-Gi-Oh! Ist im Endeffekt ein Franchise, ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt. Mittlerweile sogar 21, weil das kam halt wirklich Anfang der 2000er raus. Am 18. April 2000 kam die erste Yu-Gi-Oh! Folge in Amerika raus. In Deutschland kam sie bis 2002 oder so in der Richtung, wo sie wirklich halt hier auch wirklich viel vertrieben wurde. Ist das einfach mit einem Franchise so, dass es sich über die letzten 20 Jahre verändern muss, um natürlich auch nicht langweilig zu werden. Aber wir gehen mal ganz kurz zurück am Anfang, warum überhaupt die meisten mit Yu-Gi-Oh! Angefangen haben. Denn das ist relativ einfach zu erklären. Ihr wisst wahrscheinlich selber, wenn ihr jetzt in euren 20ern seid, habt ihr mit Yu-Gi-Oh! Angefangen, als ihr den Anime gesehen habt. Spielten ägyptische Pharaonen ein Spiel von gewaltiger und schrecklicher Macht. Wer auch nicht, denn damals, als ihr jung wart, seid ihr nach Hause gekommen, seid zum Fernseher gerannt, habt den Fernseher angemacht, habt Pokito angemacht, habt gewartet, bis der ganze Scheiß vorbei war und dann habt ihr Yu-Gi-Oh! Geguckt, den Anime. Denn das war die coole Variante von dem ganzen Pokémon-Scheiß, der damals halt da war. Weil Pokémon war eher für die Kinder und für die Jungen. Und ihr habt die Yu-Gi-Oh! Geguckt, ihr wart cooler, ihr wart ein bisschen älter. Und habt gedacht, geil, da geht's um ernste Themen, da sind richtig biefige Monster, die Charaktere sind älter, ich hab da voll Bock drauf. Und das war der Grund, warum viele Yu-Gi-Oh! So gefeiert haben. Darum gab es quasi um 2002, 2003 diesen extremen Hype im Yu-Gi-Oh! Wo die Kids und Teenager sich richtig drauf gestürzt haben und sagen, ey, Yu-Gi-Oh! Voll cool, das will ich auch machen. Und als dann das TCG rausgekommen ist, und ihr euch die Starter-Decks kaufen konntet von Yugi und Kaiba, den Protagonisten dieser Serie, haben mich alle gedacht, das will ich auch. Und genau das passiert. Alle haben genau das gespielt und haben dann, was man so tut, den Anime nachgespielt. Mit den Karten, die da waren, denn die meisten ikonischen Karten aus dem Anime waren da. Sei es der schwarze Magier, sei es der weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Und ja, im TCG heißt es ja anders, ich weiß, warum auch immer, der deutsche Name ist halt viel cooler aus dem Anime. Und dann hat sich halt alles so ein bisschen verändert. Damals war es halt so, dass du das Gefühl hattest, dass im Anime die Leute wissen, was abgeht und dass es wirklich gute Spieler sind. Und du quasi als kleiner Bub hast keine Ahnung, was abgeht und kannst mit deinen Karten ein bisschen spielen, um vielleicht irgendwann mal daran zu kommen, was im Anime passiert. Mittlerweile ist es halt so, dass die meisten Yu-Gi-Oh! Spieler, die seit Yu-Gi-Oh! Seit so lange spielen, den Anime auch gar nicht mehr folgen. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum. Ich bin nämlich genauso ein Mensch. Ich verfolge den Anime auch schon seit 6 nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Dazu kommen wir noch. Denn damals war das Spiel einfach so, ihr habt ein großes Monster gerufen, das hat großer ATK und dann hieß es ATK go brrrr und die anderen haben verloren. Relativ easy. Mittlerweile ist das Spiel so ein bisschen komplexer mit Synchro, Xyz, Pendel, Link, neue Regeln, inhärent Beschwörung, Mistiming und was immer. Und das schreckt natürlich viele Spiele ab und im Laufe dieser Jahre haben natürlich viele Spieler verloren, warum sie das Spiel überhaupt spielen wollten. Und wollten quasi diesen komplexen Teil nicht mehr mitmachen, was ich auch verstehen kann. Das heißt, wir haben einen Anime gehabt, der super simpel strukturiert war, wo ungefähr jeder wusste, was so passiert und was so abgeht. Mittlerweile wird alles ein bisschen komplexer. Und das heißt, wir haben halt auch verschiedene Anime-Serien gehabt. Es fing halt an mit epischen Kämpfen, zu ägyptischen Seelen, über das Schicksal der Welt, dann hin zu einer Highschool-Serie. By the way, ich möchte immer noch auf diese verdammte Schule. Ein kurzer Umweg über Motorräder, auf den Nazca-Linien. Bisschen Kampf um die Galaxie, zurück um Dimensionen zu bekämpfen, die halt komplett weird waren, wo ein Zirkusartist gegen Dimensionen kämpfen musste, damit die ja nicht zerstören, hinüber zum Kampf im virtuellen Cyberspace und dann natürlich zu dem hier. Was auch immer Anime 7 sein soll, ich habe keine Ahnung, ich habe von dieser Serie bis jetzt noch nicht eine Folge gesehen, denn ich habe den Protagonisten gesehen und dachte mir so, wieso ist der so jung? Klar, man kann einen Anime machen, der jüngere Protagonisten hat, das kann auch ganz cool sein, es gibt ja wirklich mehrere Beispiele für Anime-Serien, wo auch der Protagonist nicht so alt ist. Oder sagen wir mal, nicht so alt aussieht. Aber Junge, du hast damals einen Anime gehabt, der für, sag mal, die coolen Kids gewesen ist, für die etwas Älteren. Und dann bringst du einen Anime raus, der neu ist, der ja eigentlich wieder jüngere Spieler reinholen soll. Aber nimmst eine Target-Audience, die halt noch viel jünger ist, als du die damals selber erschlossen hast. Und dann kommen die ins TCG, wollen das Spiel spielen und checken das Spiel nicht. Weil es einfach so fucking kompliziert geworden ist. Was ja auch nicht schlimm ist, aber die Leute, die halt vom Anime kommen, kriegen halt das hier. Die haben schon in Brains versucht, das Speedduell quasi schmackhaft zu machen und dann die Speedduell-Produkte nebenbei zu laufen. Obwohl das doch irgendwie anders war. Dann hatten die Sachen mit Duel Links, die auch by the way immer noch läuft, ein cooles Spiel ist eigentlich, die auch irgendwie wie im Anime gewesen ist von Brains.
Dann haben die jetzt aber in dem Sevens dieses Rush-Duell rausgehauen, was du hier im TCG nicht mal spielen kannst und nur im OCG spielen kannst. Das heißt, wenn das hier zu uns kommt, müssten wir auch Rush-Duelle kriegen, sonst macht es halt einfach gar keinen Sinn von der Promotion her. Und man fragt sich halt so, wo wollt ihr eigentlich hin? Und das ist auch so mit der Grund, warum halt nicht viele Spieler nachrücken. Das heißt, die Spieler, die immer älter werden, die spielen einfach Yu-Gi-Oh! Wie ich, schon ewig und spielen einfach immer weiter. Denn die mögen das Spiel und mögen auch Veränderungen. Aber es kommt halt keiner nach. Und das heißt, auf dem Weg zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, sind natürlich schon einige abgesprungen. Denn es gab ja einige Veränderungen im Kartenspiel. Und wir wissen, früher war alles besser. Das bedeutet, immer wenn es eine Änderung gab, haben alle gesagt so, nö, kein Bock drauf. Es war eigentlich bei jeder neuen Beschwörungsart so. Allerdings bei manchen deutlich krasser als bei anderen. Wir gehen das einmal ganz so durch. Synchro-Beschwörung war relativ easy zu verstehen. Ihr habt Monster gehabt, das konnt ihr benutzen als Empfängermonster. Mit einem anderen Monster, bam, weißes Monster. Relativ easy. XY-Monster waren sogar noch simpler. Ihr habt zwei Monster, die haben die gleiche Sternanzahl. Legt die übereinander, klatscht ein anderes drauf. Boom, hab ich verstanden. Coole Sache. Und dann kam das hier. Pendel. Und ich verstehe halt nicht, warum diese Mechanik so kompliziert ist. Denn sie ist in der Idee ja gar nicht so komplex. Aber zu erklären, was die Mechanik tut, ist halt nicht mit mach das, sondern ihr habt Monster gehabt. Es hat zwei Effektboxen gehabt. Es hat diese Pendelpfeile da gehabt. Es hat einen Zauberkartenanteil gehabt. Ihr habt ein neues Feld gehabt mit neuen Zonen. Ihr konntet in eurer Extra-Deck Monster offen hinlegen. Ihr könnt von da aus Monster zurückbeschwören. Ihr könnt die Skala benutzen, um Monster zu beschwören. Und Junge, wenn man das jemandem erklärt, dem man es das erste Mal erklärt, der versteht doch gar kein Wort davon. Und es ist halt wirklich sau schwierig nachzuverfolgen. Und ich verstehe halt nicht, warum Konami von diesen relativ simplen Mechaniken mit Pendel so einen krassen Umschwung gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht, weil es einfach für mich sie nicht erschließt. Weil die anderen Beschwörungsbedingungen waren halt super easy. Wie Fusion, dann Synchro, dann Xyz, dann Pendel. Dann haben sie einen Schritt zurück gemacht und haben eigentlich die Beschwörungsbedingungen viel einfacher gemacht mit den Link-Monstern. Und haben gesagt gehabt, okay, da steht drauf, das brauchst du, legst du auf den Friedhof. Super easy Mechanik. Was haben die dann rausgehauen? Extra Monsterzonen und Pfeile. Und ihr braucht die Monster, um die anderen Monster aus eurem Exe-Deck beschwören zu können. Why? Ich meine, Link ist die generischste Beschwörungsmethode, um an Sachen zu beschwören. Aber ich kann verstehen, wenn Spieler gesagt haben, Link, die brauche ich für mein Deck, habe ich nicht, will ich nicht und nicht mehr mitgespielt haben. Komplett verständlich. Denn, like, stell dir mal vor, du spielst immer ein Deck, hast immer gespielt, was wenn nicht competitive, aber du hast es gespielt. Und dann sagt dir halt jemand, das, was du jetzt gemacht hast, nee, das darfst du jetzt nicht mehr, das geht jetzt aber anders. Und das musst du halt mit den Monstern machen. Weil ohne die Monster kannst du das nicht mehr spielen. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach so fies gewesen. Stell dir mal vor, ihr seid halt dieser Junge, der so voll gerne sein TG-Deck gespielt hat und dann kommt halt Link und fistet euch halt komplett und ihr könnt halt nicht weiterspielen. Das ist halt voll gemein. Und das war auch der Grund, warum wirklich viele, viele ausgestiegen sind. Mittlerweile muss man sagen, dass Link ein bisschen mehr angekommen ist, weil die auch die Master Room ein bisschen angepasst haben, dass ihr wieder beschwören könnt, was ihr wollt. Nur Pendelmonster, warum auch immer, müssen diese Zonen beschworen werden, blablabla. Ist also nicht grammatisch. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, ist, wie kriegen wir diesen Gap, den wir haben zwischen Casual-Spielern, also Leute, die wirklich so den Anime verfolgen und wirklich so für sich zu Hause spielen, und den Competitive-Spielern, die wirklich auf Turniere gehen, Hardcore alle Rulings kennen, alle Karten kennen, wie kriegen wir diesen Gap ein bisschen kleiner? Es gibt in jedem Franchise so die Extremisten, die quasi komplett auf diese Schiene gehen. Ich zähle mich bei Yu-Gi-Oh! Jetzt mal dazu, weil ich bin auch einer und ich gehe auch Competitive-Spieler. Ich spiele auch gerne mal ein Gold-Format oder ein anderes, einfacheres Format, weil es halt simpler ist. Aber ich mag halt den Facettenreichtum von Yu-Gi-Oh! Mit allen möglichen Karten, die drin sind. Wie kriegt man den Gap dazwischen? Und das ist das Problem, was Konami in den nächsten Jahren halt zu facen hat. Denn ich habe das Gefühl, dass sie in den letzten Jahren einen ganz okayen Job gemacht haben, in manchen Dingen, nicht mit allen, aber mit manchen. Aber in vielen Dingen komplett reingeschissen haben. Dass Spieler gegangen sind bei neuen Beschwörungsarten, das ist halt komplett normal. Aber dass so viele abspringen bei den letzten zweien, schwierig. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass Konami diesmal extra keine neue Beschwörungsbildung gemacht hat, damit das nicht wieder passiert. Und das ist schwierig. Denn jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo das Spiel von der Idee her ein bisschen stagniert. Nicht von den Karten, nicht von den Plays und sowas alles in die Richtung, aber von der Mechanik selber. Denn wir hatten sonst immer so alle 3-4 Jahre so eine neue Mechanik, was das Spiel quasi wieder ein bisschen belebt hat. Auch wenn viele es nicht mochten, ne? Seid mir eingestellt. Aber es hat das Spiel quasi wieder ein bisschen belebt. Jetzt haben wir seit 2017 nichts bekommen.
Theoretisch hätte laut der Timeline dieses Jahr neue Beschuldigungsbedingungen hergemusst. Kam aber nicht. Ich weiß halt jetzt nicht, was Konami in den nächsten Jahren vorhat, aber ich habe das Gefühl, wenn sie jetzt noch eine Beschuldigungsbedingung macht, die so drastisch in das Spiel einschreitet, wie es halt Link und Panel gemacht haben, dass das echt böse ausgehen kann. Aber es ist natürlich die Spitze des Eisbergs. Es gibt natürlich auch so viele Dinge, über die man quatschen kann. Man könnte auch manche Sachen vereinfachen. Man könnte es halt besser machen mit den Speed-Drills und Rush-Drills und Duel-Links, wenn man irgendwie alles simpler macht. Aber diesen Weg zurück für Yu-Gi-Oh!, den gibt es dann einfach nicht. Heißt, wie erleichtert man es den Spielern, in das TCG reinzukommen? Das ist der Punkt, den Konami in den nächsten Jahren zu facen hat, um zu gucken, wie kriege ich die Spieler dahin, dieses Spiel zu spielen? Wie können die meine Produkte kaufen? Schwierig. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass Konami den Bogen rauskriegen wird und dass wir bald mehr jüngere Spieler haben? Oder glaubt ihr, dass die Boomer-Generation, also meine Generation, immer wieder sagen kann, ja, also zu meiner Zeit haben wir den Beauftragten der Dämonen noch in Angriffsmodus beschworen und haben dann für Gamer angegriffen. Was sagt ihr dazu? Lasst mir gerne mal für das Video ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, rein. Ciao, Leute. And I summon Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck.